Gefühlt bin ich noch nicht einen Meter weitergekommen. Ich habe das Leuchtfeuer gefunden. Das war's. In 2 Stunden. Oh Gott. Oh. Und wir machen weiter. Also, im Prinzip geht es mir jetzt darum, dass ich einfach nur lerne, diese... Oh, warte mal, ich bin doch ein Depp. Oh, ich kannte doch den Gang hier. Ich kenne das doch. Ich war doch hier schon und hab diese Kisten schon kaputt gemacht und kannte diese Leiter. Und ich quäl mich hier jedes Mal durch. Oh Gott! Nein! Oh Gott! Oh Scheiße! Oh Mann! Oh. Wie schnell ich jetzt hier unten bin! Oh. Oh. Hoppla. So ein Mist, ey. Hat der wieder was gedroppt? Nee. Na, die lassen doch eh nur diese Jauchekuchen fallen. Mann, 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 Mann. Oh, da kommt einer mit einer Armbrust hoch. Das ist nicht cool. Hoppla. Nicht anspringen lassen von denen. Aha, das war die Sprungbewegung, die er macht. Komm her, du. Yes, wir haben einen gekillt. Sehr gut. Nein, 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 nein. Okay. Was auch immer das Öl ist. Oh, ich bin ein paar Meter weiter. Ja. Mich ärgert, dass das da einer steht.
Aha, da kommt. Ich hab doch gerade gedacht, da kommt doch gerade noch einer. Oh oh. Der springt mich an. Was? Der hat eine Leiche in der Hand. Wieso schleppt der eine Leiche mit sich rum? Giftig. Och nö. Was ist das denn jetzt schon wieder? Oh, aber wie es abgeht. Okay, das ist mein Tod. Ich muss mir bei der Lady oben. Was Antigiftmäßiges. Oh, Moosklumpen. Das ist, glaube ich, gut. Ja, da kommt halt der nächste jetzt gerade leider. Scheiße. Oh, und der nächste. Ich bin. Wieso heilt es nicht? Wieso? Verringert Giftansammlung, heilt Vergiftungen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Okay, schnell die Seelen ein bisschen weiter vorbringen. Also es heilt wohl keine Vergiftung, anscheinend. Ich habe es zweimal probiert. Ging nicht. Ich kann immer noch nicht fassen, dass ich vergessen habe, dass hier diese Leiter ist. Das ist unglaublich. Ah. Das war aber schon der richtige Gegenstand, oder? Ah, Moment, wenn es mir gerade auffällt. 4, 5, 6, 7 waren das dann in dem Fall, ne? Also ganz kurz, tatsächlich ernste Frage, das war der richtige Gegenstand. Das hätte mich heilen müssen, oder? War das jetzt einfach Buggy? Wow. Wow. Scheiße, die Seelen von vorhin sind auch weg. Ah. Verdammtes Dark Souls. Das ist. Ah. Oh Mann, ey.
Muss ich das irgendwo hier reinpacken und dann? Verringert Giftansammlung, heilt Vergiftungen. Ich pack das mal da rein. Vielleicht muss es dort in dem hier sein und wenn ich es da benutze, dass es dann geht. Mal gucken. Aua. Gut, damit bin ich absolut zufrieden. Ja, genau, der Schwung nach hinten von seiner Keule hat mich noch getroffen. Ha! Guck mal da raus, du. So. Das klappt ja mittlerweile schon halbwegs. Aua, aua, nee, 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 nicht, nicht, nicht noch, nein. Und wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier raus? Gar nicht. Er frisst mich, bis ich tot bin. Nee, tut er nicht. Ah, Freundchen. Oh, nee, 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 nee. Nein, nein, der lebt ja noch rechts. Ich dachte, der wäre tot. Feini, feini, Schmacko, Fatz. Lecker, 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 lecker. Ich glaube, hier kann ich auch einfach runterhüpfen. Ah, diese Mumien, die sowas ähnliches, gibt's ja in Ding auch wieder. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst, die Mumien aus Zelda. Ich meine, die geben ja jedes Mal hier 1000 Seelen. Autsch. Autsch.
Genau, flieg mal darunter. Nee, bitte den anvisieren, danke. Komm her, du. Komm, hau mal zu. Genau, so will ich's. Ah, das geht ja nicht. Die müssen erst wieder aufstehen, bevor ich ihnen nochmal Schaden machen kann. So, komm. Ja, das Backstabben, das geht jetzt schon, ja. Passt. Auf jeden Fall viel besser als vorhin. Nachdem ich jetzt weiß, dass ich einfach nichts drücken muss, außer die eine Taste, ist das nochmal was ganz anderes. So. Kein Jaucheküchlein. Kein Jaucheküchlein. So, komm mal her, du. Ja, gegen einen ist absolut okay. Lieber noch mal reinklopfen. Hast du was für mich? Nö. Autschi. Hier ist gar kein Giftballboy. Aber dafür so einer. Komm mal her, du. So. Der Giftballboy, der sitzt bestimmt da unten jetzt. Und der mit seinem Leichenknüppel da oben. Ja, aber die sind mir eigentlich ziemlich egal, weil die Seele da hinten, die habe ich ja. Was gibt's denn hier noch da unten? Ich glaube, sonst sieht nicht so aus, als müsste sollte ich dahin. Kann ich euch killen, bevor ihr die Leiter hochkommt? Nee. Das war jetzt ein bisschen blöd. Autsch. Nein. Oh, 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 oh. Puh. Da hatte ich jetzt kurz Angst. So. Ich höre was laufen. Ja, okay, alles easy, sagte er und starb. Da gibt's Loot. Mein Gott. Da steht einer rum.
Was ist das hier alles? Ah, ah, was? Wo? Wie? Ah, Hilfe! 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 Warum bewegt sich das? Okay. Das war der von da unten, okay. Warum wird das Licht hier so komisch? Ich will nicht darunter hüpfen. Komm, kipp um. Kipp um. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich dachte, ich kann hier mir vielleicht einen Weg nach unten aufmachen. Ich komme hier doch nicht mehr rauf. Ich will aber wieder raufkommen. Okay. Wait. Hundis, solche. Oh. Nee, ich will hier nicht sterben. Lass mal gut sein. Ich guck mal nochmal nach da runter. Ich gehe doch die Leiter runter. Ja, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe, Fabus. Ich weiß, dass ich die Klippe da runter kommen. Ich weiß auch, dass ich da runter droppen kann. Aber ich gucke mich jetzt erstmal hier nochmal um. Ey, Sven, grüß dich. Schön, dass du da bist. Okay, hier gibt's auch nichts. Ach, Mann, ey. Ach so, da kann man wegglitschen. Okay. Ja, okay, verstehe. Hey, was hast du tatsächlich Dark Souls auch schon komplett durchgespielt, oder was? Ach, Leute, na gut. Aber der eine Boy ist doch hier auch irgendwie hochgekommen. Wie ist denn der raufgekommen zu mir? Also und der Boden hier, das bricht doch durch. Das sehe ich doch von 10 Metern Entfernung, dass diese Textur von dem Boden da eine andere ist als das links. Und das Sven nicht nur einmal, genau, das weiß ich. Und der Fabus hat es bei den Rocket Beans gesehen. Okay, verstehe. Guck dir ihn an. Ah. Nein, 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 nein. Okay, sehr gut. So bin ich absolut fein damit. Also wie gesagt, nur nicht zu viel sagen, ne? Das ist, ich möchte hier schon meine eigenen Wege finden.
Boah. Also das geht in den Tod. Das, wenn ich hier draufstehe, das geht in den Tod. Das lassen wir bleiben. Bonfire ist versteckt. Die sind alle versteckt. Ich muss hier runter. Lass mich mal da hoch. Schattenmaske, Schattengewand. Ist jemand auf der Verfolgung? Sucht mich jemand? Werde ich jetzt hier gleich angesprungen von irgendwo? Aha, guck mal da oben. Ihr Schweine. Ich will das Schattengewand anprobieren, aber hier sind überall Gegner. Hab ich einen. Oh! Du blöder Sack! Schattengewand, Schattengewand, Schattenmaske 0,9, die ist sehr, sehr leicht. Okay, verstanden. Oh, nein, 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 nein. Anvisieren, anvisieren. Ah, oh, Menü. Oh Gott, nein, 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 nein. Hau ab. Ja, danke und tot. Hier ist irgendwo noch einer. Kriegerseele. Oh, das ist doch alles shitty. Boah, ey. Okay, irgendwo ist einer runtergefallen. Ja, spring du auch mal in den Tod. Nein, er stirbt nicht, schade. Okay, hier fühle ich mich schon wieder ein bisschen. Was zum. Ah, da oben. Ein bisschen sicherer wollte ich sagen, aber nee. Stirb! Oh, der nervt da oben. Komm ich hier? Kann ich hier? Weiß ich nicht. Kann ich da? Nee, sicher nicht. Kannst du bitte aufhören da oben? Das nervt. Oh nee. Ich will nicht auf diesem Holzgerippe rumlaufen. Mama. Was sind das für Viecher da unten? Oh Gott, das wird nur schlimmer. Was ist das? Warum? Oh Gott. Kriegerseele, okay. Hier ist eine Leiter. Ah! Okay. Und jetzt sehe ich nicht, was. Der sitzt da unten an der Leiter. Der sitzt da unten an der Leiter.
und wartet auf mich. Wisst ihr was? Ich habe eine Armbrust dabei. Ich muss aber erst die hier loswerden. Aber der scheint wirklich, der scheint nicht mehr zu kommen, oder? Oh, wo kommt er denn her? Wieso kommt ihr hier hoch und ich nicht? Oh, hi, auf dich habe ich gewartet. Schön, dass du da bist. Dafür kriegst du meine Axt. Habe ich. Ich habe keine Beile mehr. Mist. Keine Bolzen mehr übrig. Oder? Moment. Doch, Standardbolzen habe ich noch. Ist mir egal. Das ist vielleicht jetzt irgendwie lame oder so. Wie viel Leben hat's noch? Oh Gott, meine Bolzen reichen nicht. Ha. Ins Gesicht macht mehr Schaden. Ja, du bist ein Vogel, ey. Ich kann mit der Armbrust nicht zielen. Das geht wohl nur mit Bögen. Ich kann nicht aimen. Ich kann nur genau dahin schießen. Ich, keine Chance. Ich kann nichts machen. Ich kann mein Ziel nicht verändern mit der Armbrust. Verdammt. Ah. Naja, gut. Das Ding hat kein Gesicht, ja. Das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Jetzt bin ich wieder giftig. Nein. Nein, nein, nein. 6000 Seelen. Mama. Mama. Ich bin tot. Und es hat auch nichts gebracht. Warum bringt denn der lila Moosklumpen nichts? Ich bin so weit da reingekommen. Naja, immerhin Fortschritt. Immerhin Fortschritt. Der dämliche Moosklumpen, der ist doch genau dafür gedacht. Nur mir bringt er leider nichts. Scheiße, die ganzen Seelen, ey, was mache ich denn jetzt? Gibt's irgendwo noch was anderes? Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich hab die Schlüssel und ich bin hier auf dem Weg und das sieht schon alles richtig so aus. Ich mach denen da unten auch einigermaßen Schaden. Ich krieg die... Was hast denn du denn sonst noch eigentlich? Bodenlose Kiste, okay, whatever. Kristallschwerter. Kristallgroßschwert. Die machen 150 Schaden. Ich will so ein Schild haben. Und der hat eine ganz coole Rüstung irgendwie. Die relativ viel, ja, 13 ist halt schwer. Eigentlich, also so ein Schild, also so ein Kristallschwert klingt eigentlich ganz cool. Kristallgroßschwert auch, aber ich würde eher auf das normale gehen mit 150 Schaden.
aktuell meine Axt. Meine Axt macht. Nein. 133. Aber der Moosklumpen, das ist doch, da bin ich doch richtig, oder nicht? Ich meine, verringert Giftansammlung und heilt Vergiftungen. Gift baut sich im Körper auf. Bricht es aus, verursacht es einen bestimmten Zeitraum lang allmählich Schaden. Allmählich. Ich bin sofort tot, wenn ich vergiftet bin. Gift kann qualvoll sein, also solltest du bei Aufenthalt in einem betroffenen Gebiet immer die nötige Menge dieser Moosklumpen dabei haben. Tja. Keine Ahnung, warum es nicht geht. Vielleicht wegen einem der Ringe? Moment. Nee. Ah, der andere vielleicht? Nee, da stand auch nichts derartiges. Oh Mann, ey. Hallo. Na, wir beide wieder. Oh, jetzt seid ihr zu zweit. Blöd. Aua, 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 das kann ich vergessen. Ich bin tot. Oder auch nicht? Doch, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ja, vergiss alles. Die Seelen sind weg. Ah. Dieser Tipp im Ladebildschirm, ne, über diese Feuerhüterseelen. Der geht so schnell weg, dass man nicht lesen kann, was ich damit machen soll. Ich habe sie gefressen. Ich weiß mittlerweile, weil es im Chat erzählt wurde, dass ich sie nicht fressen darf. Sondern ich muss sie irgendwem geben und dann passiert damit was Tolles. Ich würde ja wirklich gerne mal noch irgendwie zumindest jemanden treffen oder was Cooles finden oder so. Bisschen leveln. Ich könnte natürlich die ganzen Kriegerseelen und so, die könnte ich mal alle benutzen. Ich weiß nicht, wie viele ich davon mittlerweile gefunden habe. Oh, ich dachte, ich kann ihn vielleicht runterkicken. Nee, der lässt sich nicht kicken, der Kollege. Außer so. Tschüss. Na, lässt du wieder was fallen?
Ein Jauche-Küchlein. Ah, lecker Jauche. Oh. Waffe in Gefahr. Ach nee, jetzt geht die Nummer wieder los. Ich mache keinen Schaden mehr mit der Waffe. Danke fürs Gespräch. Jauche. Lecker. Naja, ich könnte wahrscheinlich die nehmen. Die wird. Wow, die ist ja gigantisch, riesig. Ich habe die noch nie in der Hand gehabt. Was ist das? Und ich kann sie einhändig führen. Okay, die macht kaum Schaden. Oh. Nee, lass mal. Oh, die macht echt so gut wie keinen Schaden, ey. Selbst zweihändig schwierig. Aber die ist geil. Die ist riesengroß. Und die gibt mir einen Buff. Ja, jetzt kommt erst er. Okay, ist natürlich ohne Schild parieren schwierig. Da kriegt man natürlich trotzdem ein bisschen Schaden. Gib Omi einen Schmatzer. Was zum Teufel? Fables, was? Kommt ihr hoch? Nee, ihr kommt nicht hoch. Konnte ich irgendwo meine Buffs nachlesen? Nee, ne? Das ging nicht. Kommt mal her, ihr zwei. Wir haben mal ein bisschen Platz. Autsch, Autschi, Autschi, Autschi. Ah, diese riesige Axt, ne? Zack. Der nächste. Hallöchen. Ach so, ja, genau, die Omi. Also diese Riesenaxt, die ist zwar irgendwie cool, aber macht leider keinen Schaden.
Ja, meine Seelen da hinten sind leider schon futsch. Ich habe jetzt 2000. So, was passiert hier jetzt? Fällst du um oder ist das einfach nur Bait? Ist das einfach nur ein Schreckmoment-Bait? Das ist einfach nur ein Schreckmoment-Bait. Hier fällt gar nichts um. Da passiert gar nichts. Komme ich darüber? Ich bin jedenfalls irgendwo hingekommen. Ah, jetzt bin ich eh tot. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich bin ja schon tot. Also, ich weiß nicht. Ich muss jetzt tatsächlich. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss mit dieser Axt sogar zweimal auf ihn draufprügeln. Nee. Nee. Danke. Ich will hier raus. Okay, warte. Moment. Hellebarde. Speer. Autschi. Ich will doch nur vorbei. Lasst mich in Ruhe. Ich will nur an euch vorbei. Ihr wollt nichts von mir, ich will nichts von euch. Wir sind alle friedlich. Jawohl, spring du mal da runter. Lasst mich hier hoch. Aua! Stopp! Oh, 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 nein! Ach, da muss es doch einen einfacheren Weg geben. Aber ich bin jetzt mal gespannt auf den Speer. Den benutze ich jetzt mal. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, viel mehr Schaden als eine Axt oder sonst was. Oh, warte mal. Habe ich das gerade richtig gesehen? Dass ich mit erhobenem Schild den Speer benutzen kann? Oh. Ich komm, echt jetzt? Wie bitte? Er backt um mich rum? Ach komm jetzt, ist gut. Na, geht doch. So, nächstes Hundi. Ich mach alle tot. Sonst ärgern die mich nur. Ey, Schnauze jetzt, Nervsack.
Der nächste, der hier ankommt. Okay, vergiss alles, ey. Vergiss doch alles. Das kann doch nicht wahr sein. Speer taugt auch nix. Hellebarde. 110 Schaden wenigstens. Anvisieren, danke. Bisschen nervig, dass die nicht auf einen Schlag sterben, aber... Mei, was soll man machen? Ich will meine Axt zurück. Ich muss zum Schmied. Verdammte Axt, du blöder Köter! Wie unnötig einfach. Klar gilt das nicht als Treffer. Mann. Leute. Nicht anzünden. Och nö, bitte nicht. Ah, das hat jetzt 100 Schaden gemacht. Okay. Ich glaube, die Boys haben ziemlich genau 100 Leben. Okay. So. Zum Schmied, Waffe reparieren. Und ich bin immer noch nicht weitergekommen. Und du bist auch so ein kleiner Dreckiger mit 89 Leben. Ey, Oma! Dein Moos hilft nicht. Dein Moos... Oh, mindert Gift, Toxin und stellt Status wieder her. Lila Moosklumpen mit Blume. Verringert Gift an. Oh. Okay. Ich brauche aber leider meine Seelen. Ja, wobei, da kann ich oben noch ein paar farmen. Ich kaufe das jetzt. Da haben wir den richtigen Gegenstand gefunden. Oh, Giftpfeile, Brandpfeile. Also ein Giftpfeil klingt natürlich schon auch spannend, ehrlich gesagt. Dann nachher mal gucken.
Ja. Ey, ne, 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 ne. Freundchen. Das ist der falsche Ansatz, Leute. So wollen wir das nicht. Ja, ich denke, dass das so läuft wie bei mir halt auch, ne? Wenn ich ein paar Mal getroffen werde vom Gift, dann bin ich irgendwann vergiftet. Deswegen einen mitnehmen hätte ich jetzt nicht gemacht. Also das habe ich schon so verstanden. So, jetzt kann ich eigentlich auch einmal hier rasten, wenn ich schon mal da bin. Aufsteigen kann ich eh nicht. Ich habe jetzt aber 10 Flakons dabei. Du hast doch nicht mal einen Bogen. Ach, das sind Pfeile, ja. Gab es da nicht auch Giftbolzen? Ich müsste mal gucken, ob ich irgendwo einen Bogen kaufen kann. So wie ich das verstanden habe, ist ein Bogen wesentlich nützlicher als so eine grausige Armbrust. Und ich muss jetzt mal gucken, diese Gargoyle-Axt. Die Reichweite, die erhöhte Reichweite, das ist schon cool, aber eigentlich. Fange ich ein bisschen. Farme ich mir jetzt ein Level? Farme ich mir ein Level, dass ich dieses Ding benutzen kann? Ich will die hier benutzen. Die, die Großaxt, die würde ich gern einhändig nutzen. Aber 14, die ist halt auch scheiße schwer, ne? Immer noch niemanden gefunden, der mir das Zeug abnehmen will. Ne, das hat nichts gebracht. Mal ganz kurz bisschen Ausdauer, bitte. Autschi. Ja, ich habe ja keine Rüstung an. Hoppla. Oh, au. Jawohl. Brauche ich denn, will ich jetzt hier Erfahrung farmen? Nee, eigentlich nicht. Ja. Mir ist schon klar, dass das Ding nicht dafür gedacht ist, dass man die einhändig führt. Aber die ist doch nicht so riesig. Hör mal. Guck mal, so riesig ist die gar nicht. Die kann ich doch super einhändig führen. Die ist auch nicht, die ist nicht größer als die andere, die ich habe. Das ist die 14 Kilo Großaxt. Die ist doch aber gar nicht so groß. Die ist halt schwer. Aber wenn ich 100 Stärke habe, dann führe ich die doch super einhändig, oder nicht? Boah, die hat aber Wumms, ey.
Der hat was gedroppt. Lass es nicht liegen. Es ist doch sowieso nur Ramsch. Oh, okay, eine kleine Scherbe. Kann ich nutzen? Ja, okay. Okay, danke, danke. Aber, ja gut, die Streitaxt, die geht gut einhändig, ja, die ist super. Aber ich habe sowieso eigentlich, hoffe ich, dass der mir da unten jetzt eine ordentliche Waffe schmiedet, endlich mal. Wie lange dauert das denn? Fertig? Nee. Sie stärkt die Waffe und das war's auch schon. Eine leichte Aufgabe für einen Schmied. Mit einer Schmiedekiste könnt ihr das sogar selbst hinkriegen. Veredelung hingegen ist hohe Kunst. Sie verändert die Eigenschaften der Waffe. Veredelung, bla 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 bla. Okay, ja, verstärken und veredeln. Ohne meine Dienste werdet ihr die Nacht nicht überleben. Okay, schade. Er erzählt mir nichts darüber, dass er vielleicht eine Waffe fertig gemacht hat für mich. Verdammte Axt. Und verkaufen kann ich ihm auch nichts. Ich schlepp so viel Schund mit mir rum. Ich will was verkaufen, aber ich finde den Boy nicht, dem ich Sachen verkaufen kann. Ah, da hinten geht auch noch nichts. In den Wald will ich auch noch nicht. 20.000 Seelen dafür auszugeben, dass ich da den Schlüssel bekomme. Ich glaube, ich bin in der Schandstadt schon richtig. Gehe ich noch ein paar Leute verprügeln? Also ein paar Leute sollte ich noch verprügeln. Damit ich mir für 1000 Seelen... Verprügeln wir auf jeden Fall mal den noch. Lass mich mal vorbei. Ja, komm. Mal dieses Moos mit Blumen kaufen kann, weil ich bin ja jetzt schon wieder durch Gift gestorben. Oh, ja, fast hätte ich's verkackt. Wie viele Seelen gebt ihr mir? 24. Lohnt sich eigentlich fast nicht. Lohnt sich eigentlich fast nicht. Ja, vor allem, wenn er mich so prügelt, ey. Gab's hier? Habe ich hier irgendwas verpasst? Nee. Hier war ich überall. Und den Typen oben auf dem Dach, den habe ich verprügelt. Der hat mich gescammt und danach habe ich ihn getötet. Dämlicher Bastard. Wo geht's eigentlich da hoch? Da gehen Treppen hoch. Da könnte ich auch mal hingucken. Geht's hier noch irgendwo nach oben? Nö, da nicht. Bei der Krähe könnte ich mal noch gucken.
Du hast deine Dame verloren, ja, ist schon klar. Was geht denn hier noch so? Gibt's hier irgendwas? War hier nicht noch ein Durchgang? Guck mal, was geht hier? Hallo? Oh, guck mal an. Ne Brand. Sechs Brandbomben. Nice. Und der verkauft mir Zauberei. Was? Wie? Wo? Wer? Wer schnarcht hier? Und warum so laut? Wo ist der Schnarcher? Ups. Nee, 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 nee. Ich. Entweder finde ich's. Ich quassel ja nur für euch meine Gedanken. Das sind keine richtigen Fragen. Ich denke nur daran, wo der Schnarcher ist. Ah, hier sind wieder die dämlichen Skelette. Also, hier habe ich ja einfach oder einfach nicht antworten, ja. Kennst den Move mit dem Raben? Wow, danke. Okay, ja, da ist jetzt irgendwas mit dem Raben. Das ist ja eigentlich schon zu viel. Solche Dinge will ich ja gar nicht wissen. Nein, jetzt weiß ich's. Das ist meine, ich will meine Dark, die Dark Souls Experience eigentlich so mitnehmen, wie man es beim ersten Mal spielt und beim zweiten Mal, wenn ich es nochmal durchspiele oder falls ich es nochmal durchspielen sollte, können wir gerne das ganze Backseat Gaming alles mitnehmen. Ihr könnt alles erzählen, was ihr wollt. Mir die Abkürzungen nennen, die Gegenstände nennen, alles. Die Moves mit dem Raben nennen, so, das ist gar kein Problem. Aber jetzt aktuell, wie gesagt, möchte ich eigentlich das Spiel so mitnehmen, wie man es als absoluter Neuling. Ja, das war das Gesten, die Gestennummer, ja, okay. Als absoluter Neuling mitnehmen würde. Nee, also Fabius, deswegen steht das auch im Titel drin. Kein BSG, kein Backseat Gaming, bitte. Da liegt was oben drauf. Das fällt mir ja jetzt erst auf. Warte mal. Moment. Was habe ich denn? Ich habe nicht so viele Seelen. Okay, das geht. Okay, nee, da geht's nicht lang. Ja, schade, nee. Schade.
Wäre jetzt auch zu schön gewesen, da irgendwas zu finden. Jetzt muss ich gucken. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt muss ich gucken. Ich kann nicht so tun, als hätte ich den Tipp im Chat nicht gekriegt. Ich kann nicht so tun, als hätte ich diesen Chip-Tipp nicht bekommen. Ich werde jetzt versuchen, mit dem Raben zu reden. Das ist so die Option, die mir einfällt. Hi. Kann ich mit dir sprechen? Kann ich dich hauen? Kann ich dich erschrecken? Nee, interessiert ihn nicht. Hallo? Der Move mit dem Raben? Hi? Waffen wegstecken vielleicht? Nee, kann ich gar nicht wegstecken. Einfach so. Also, keine Ahnung. Für mich hatte der Rabe jetzt nicht irgendwelchen. Der hat mich hierher gebracht. Das war das, für was der Rabe da ist, und jetzt sitzt er halt da. Okay, keine Ahnung. Vielleicht wird sich's irgendwann ergeben. Vielleicht sitzt er ja tatsächlich einfach nur zum Spaß dort. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Der weiße Pfad. Wird mir auch nicht angezeigt, was das bedeutet. Entfachen. Was ist entfachen? Entfachen als Hülle nicht möglich. Keine Ahnung. Okay, Moment. Wenn ich hier... Ich habe ja einen Haufen davon. Ich habe 20 Menschlichkeit. So, ich benutze davon jetzt mal eine. Kriege ich dann links oben eine Menschlichkeit? Ja. So. Entfachen. Kein Entfachen als Hülle möglich. Ich bin immer noch nicht menschlich genug, wohl anscheinend. So. Ich habe noch eine Menschlichkeit. Reichen zwei Menschlichkeiten. Wie menschlich muss ich sein, damit ich entfachen kann? Als Hülle nicht möglich. Gehen wir gleich mal auf 5 hoch. So. Okay, keine Ahnung. Mehr will ich nicht verschwenden. Weiß ich nicht. War ein Versuch. War ein Versuch, was man da so machen kann. Jetzt habe ich noch was anderes. Genau, und zwar diese... Wie viel geben die denn? 2000. Damit es jetzt nicht verschwendet ist, muss ich mir die Seelen reinknallen, damit ich einmal leveln kann. Was kostet mich denn einmal leveln gerade aktuell? 6600. Und dann noch eine kleine Seele hinterher. Reicht die? Ja, reicht. So. Bin auf 27 Stärke. Die 14 Kilo Axt darf ich nicht einhändig spielen, hat mir der Chat verboten. Lohnt sich's dann überhaupt noch? Auf Stärke zu gehen. Oder gehe ich mal ein bisschen auf Leben? Eigentlich habe ich gefühlt genug Leben. Stärke. Stärke. Let's go. Ah, warte. Aber fühle ich mich nicht wohl. Nackig fühle ich mich nicht wohl.
Ja, ich meine, wenn jetzt diese Großaxt am Ende auch nur 170 Schaden macht, so wie die Einhändige, ne, dann brauche ich auch nicht. Ist schon klar. Oh, ist das wunderbar, dass ich mich heile. 183 Damage auf den. Das ist cool. Fabus, danke fürs Einschalten und bis die Tage, bis denne. Schön, dass du da warst. Grüße an die Frau, unbekannterweise. Ja, allzu lang werde ich jetzt hier auch nicht mehr machen. Ich habe jetzt hier noch einen Versuch, mal ein bisschen in die Schandstadt nochmal rein. Also ich bin ja schon gut reingekommen. Und Mike, ich vermute mal, dass du zwischendurch auch mal ein bisschen im Lurk warst. Ich habe mittlerweile einen schönen Weg gefunden. Einen schnellen Weg, der nicht so 100 Jahre dauert, bis man dort ist. Grüße zurück, Dankeschön. Oh, ah, den Hund vergessen. Oh. Na bitte. Ah, okay. Na gut. Ich laufe jetzt gerade hier wieder den. Wie war ich denn da? Ah, oh, ich hab's vergessen. Vergiss es einfach. Ich habe vergessen, wie ich da hinkomme. Zum anderen Leuchtfeuer. Dass ich eben nicht hier lang muss. Hier gibt's keine verdammten Geheimgänge. Das ist alles eine Lüge. Ah, oh, ich habe vergessen, bei der Frau das weiße Zeug zu kaufen. Oder habe ich es gekauft? Ich glaube, ich habe es gekauft, ne? Ich glaube, ich habe es gekauft. Dieses Antitoxin-Zeug. Das Moos mit Blüten. So, jetzt gehen wir aber einmal ganz kurz. Hier lang. Ich habe den schnellen Weg gefunden. Ich muss nicht mehr eine Ewigkeit laufen. Dann mache ich es halt einfach so rum. Wenn ich den Weg hier oben rum nicht finde. Ja, ich weiß, du bist da. So, das Leuchtfeuer aktivieren, damit ich nicht so lange laufen muss. Und einmal. Hier, diesen Weg, diese Leiter, die hatte ich übersehen, vergessen, die hatte ich ja schon mal gefunden und ah. Ah, und die führt mich einfach wunderbar hier runter in die Stadt. Großartig. So, ich werde jetzt genug Seelen sammeln. Ich habe Bock auf dem sein Schwert. Ich habe Bock auf das gerade Kristallschwert. Das hätte ich gern.
6000 Seelen, oder habe ich das? Ich glaube 6000, oder? Na egal, ich werde auf jeden Fall mal ein paar Sachen sammeln. Ja, den Abstieg überleben. Habe ich das? Moment, jetzt ganz kurz. Einmal checken. Habe ich das gekauft? Ich habe es gekauft. Also einmal darf ich mich vergiften. Ja, vor denen habe ich schon gar keine Angst mehr. Die sind easy geprügelt. Komm her. Am besten fällst du runter. Nee, tu da nicht. Jetzt hat. Wunderbar. Nummer 1. 500 Seelen. Dankeschön. Komm. Oh ja, brüll dir einen ab. Ich will halt den da hinten nicht triggern. Gegen zwei habe ich keinen Bock. Man muss es ja nicht unnötig schwer machen. Nein! Nein! Ich hatte 10 Flakons, 10 wunderbare Flakons und ich bin mit so viel. Ich habe immer noch 10 Flakons. Nice. Warum habe ich noch 10 Flakons? Geil. Na dann. Runter da. Das ist ja wunderbar. Ja. Komm her, du. Prügel dich auch noch mal. Easy as that. Jauche. Immer wieder köstlich. Das kriegen wir hin mit dem Vergiften. Ja, da bin ich mir allerdings auch sicher. Hat der wär's gedroppt? Nee. Komm her, du. So, jetzt zu euch. Einer nach dem anderen wäre cool, aber beide gleichzeitig geht mittlerweile auch. Ah, das war unnötig knapp. Nee, nicht anspringen.
So, beide erwischt. Jawollo. Nice. Ach ja, der nächste. Die waren auch beim ersten Mal hier. Naja, die habe ich ein paar Momente gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, was die tun. Einfach weiter reinprügeln. Einfach bis zum bitteren Ende drauf kloppen. Dann haben die keine Chance, die Jungs. So. Ja, und wenn er nicht kommt da unten, dann komm du mal. Nee, das war unnötig. Der Schaden war sowas von unnötig. Nein, knappes Pferd. So, bis zum Ende. Bis zum Ende draufhauen. Kein Problem. So. Oh, warum? Warum? Wo kommst du her? Ich würde sehr gerne noch mal probieren, darüber zu kommen. Ehrlich gesagt. Und ich glaube, das kann ich auch machen. Ach nee, oder auch nicht, ey. Oh nö! Vorhin bin ich nicht gestorben. Also es tut mir leid, ich mache den Counter da wieder weg, weil ich habe sowieso nicht mitgezählt. Ich habe es immer wieder vergessen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich bin ganz, 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 ganz häufig gestorben. Das reicht's. Mehr müssen wir nicht wissen. Und das gerade war super unnötig, weil da sind jetzt einige Seelen draufgegangen, die ich eigentlich wunderbar ausgeben wollte. Ich wollte shoppen gehen. Ich hatte F Pläne mit dem Geld und jetzt ist es weg. Tja, das kommt davon. Zu hoch gepokert. Aber das ist doch. Ah, ich. Okay. Ich glaube, ich weiß, welchen Fehler ich da mache. Ich habe die Rüstung angelassen. Ich hätte sie ausziehen sollen. Verdammt. Hätte mir auch vorher einfallen können. So ein Mist, ey. Jetzt liegen die Seelen da unten. Und ich komme nicht mehr ran. Ich werde es nochmal probieren. Ich werde nochmal probieren, da runter zu gehen. Und dann komme ich ja auch an die Seelen wieder ran. Und da Gegner sind, komme ich auch irgendwie da wieder raus. Weil dann gibt es auch einen Weg rein und das ist beabsichtigt, dass man da hin kann. Jawohl, runter mit dir. Das ging schnell. Sehr nice. Komm noch ein bisschen näher, bitte. Ja, wenn du jetzt das Rumbrüllen anfängst. Ja, so an Abgrund stelle ich mich nicht mehr. Das habe ich einmal gemacht und dann bin ich beim Backstab bin ich runtergefallen, weil er einfach im Backstab noch einen Schritt nach hinten macht aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Oh Jungs, 8 zu dritt diesmal. Autsch. Unnötig.
Aua, 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 aua. Bisschen unnötiger Schaden hier gerade. Aber wir haben 10 Flakons. 10 Flakons. So. Ah, guck mal, die Seelen sind sogar oben gelandet. Das ist doch wunderbar. Ja, dann kommt erstmal ihr hier. Dann kommt erstmal ihr. Das ist okay. Ach. Ja, es tut mir leid. Ich bin zu gierig auf die Kills hier, die hier passieren sollten. Ich will zu schnell prügeln, weil ich mir zu sicher bin, dass ich sie killen kann. Mega unnötig. Ist da der Typ mit dem Spuckrohr? Nee. Aber er ist da. Guck mal. Das ist ja cool, dass die hier oben lagen. Habe ich jetzt genug Seelen, um mir das Schwert bei dem Boy zu kaufen? Das sieht nach einem coolen Schwert aus. Ich gucke mir das jetzt an. Ich verstehe auch mittlerweile, warum die Leute anfangen, sowas No Death zu spielen. Weil da kommt dann halt die richtig geile Herausforderung, ne? Und es ist ja auch machbar. Also ich merke selber, dass ich würde sagen, kann man machen. Also, das gerade Kristallschwert. Ein Großschwert habe ich vorhin gesehen oder habe ich schon eins in der Hand gehabt. Da fand ich das Movement nicht so geil. Ich hole mir jetzt das. 4000 kostet das sogar nur. Und das war ein feiner Tausch. Ja, gut, von mir aus. Und wir gucken uns das mal an. Wird? Da. Ich hätte noch ein paar Pfeile bei dem mitnehmen können, ne? Die waren schon das ein oder andere Mal sehr nützlich. Bolzen. Ich habe ja noch keinen Bogen, ich brauche einen Bolzen. Ich brauche Bolzen, weil ich nur eine Armbrust habe. Die ich auch mal hier raus tun könnte, weil die ja schwer ist. Die wiegt ja was. So, hi. An dir teste ich mein neues Schwert. Okay, du fällst runter. Gut. Ich wusste es. Ich wusste es so sehr, dass diese Bretter einstürzen, ne? Von Anfang an. Schaut ihn euch an. Wie er da hängt. Wow. Gut, dann hat der sich jetzt da festgebackt. Alles klar. Oh, nee, 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 nicht anspringen. Bin nicht so zufrieden mit dem Schwert, ehrlich gesagt. Da ist ein Bonfire.
Tada! So, und wie komme ich jetzt? Na, hier geht's noch mal runter. Okay. Oh, Jungs, kommt ihr hoch? Yep. Dachte ich mir. Ich warte oben. Scheiße. Nee, 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 nee. Können wir nicht drüber reden? Och Mann. Weiß nicht, das Schwert, ne? Keine Ahnung. Oh, das Schwert hat dem gerade 183 Schaden gemacht. Okay, das ist schon. Das ist eine Nummer. Das ist echt eine Nummer. Wieso bin ich jetzt gerade. Ich bin. Ach, die Leiter bin ich runtergefallen. Ah, weil ich gemeint habe, ich müsste ihn versuchen, von oben zu verprügeln. Verdammt. So, aber jetzt kann ich das Schwert ausgiebig testen. Viel besser. Das Schwert noch mal richtig schön ausgiebig testen. An den Boys hier. Okay, nee. Ja, doch, okay. Klar. Klar. Ich bin schon wieder gierig und dann springt er mir hinterher. Ich bin schon wieder gierig. Verdammt. Tja. Jetzt sind die Seelen weg, die wir vorhin da hinten hatten. Na, Mist. Es waren so 5000, ne? Schande. Was für eine Schande. Das schlägt halt sehr schnell zu. Wenn man das besser macht, das Schwert, ich glaube, das kann schon ein bisschen was. Ja, die 5 Menschlichkeit. Ich habe aber keine Ahnung, für was man die 5 Menschlichkeit braucht. Also ist es mir relativ egal. Tatsächlich. Autsch. Also, hier muss ich wirklich sagen, ja, doch,
Doch, doch, das Schwert ist schon, das ist schon in Ordnung. Ein bisschen besser wäre cool. Weil so mache ich die jetzt mit 3 Hits. Das ist in Ordnung. Oh. So, guck mal an. Ich muss auch wirklich sagen, es ist wahnsinnig fair alles. Es ist wirklich, wenn man es richtig macht, so, ey, hier geht eine Leiter hoch, ne? Hier geht eine Leiter hoch. Ich habe sie nicht gesehen vorhin. Ich bin hier schon x-mal dran vorbeigelaufen und habe diese Leiter nicht gesehen. Ha! Oh, danke, ey. Hier ist eine Leiter. Ich habe sie einfach nicht gesehen. Jetzt bin ich. Nee, ich will. Wo will ich hin? Und hier ist auch eine Leiter. Hier ist auch eine Leiter, die ich nicht gesehen habe. Immer bei diesen Fackeln, kann das sein? Also, Moment mal. Da geht noch nichts. So, frischen Speicherort mal hier. Frischen Speicherort. Also, ich möchte eigentlich darauf, aber ich vermute, dass ich erst da runter muss, um darauf zu können. So, kommst du jetzt hoch? Ja, das ist in Ordnung für mich. Komm mal her, du. Ah, der nächste kommt auch. Okay, hi. Ja, ich warte. Noch einer? Nee, sieht gut aus. Lila Mooskumpen mit Blume, 3 Stück. Tut. Party. Lila Moosklumpen mit Blumen. Wie komme ich hier hoch? Ich komme da nicht rauf. Dann gehen wir. Heiliger! Nee. Und rüber. Easy. Oh, Hundis. Hi. Hey, warte mal, ihr seid andere Hundis. Ich wollte gerade sagen. Spuckt der Feuer. Menschlichkeit. Okay, ich habe keine Ahnung, was mir Menschlichkeit bringt. Die Dinger sind, das brauche ich nicht, das Zeug. Nee. Da geht's nicht weiter. Okay.
Das ist übrigens ein geiles Emote, dieser Frosch. Ich gucke hier die ganze Zeit, wenn ich in den Chat schaue, sehe ich die ganze Zeit diesen toten Frosch. Ey, ihr wollt mich doch jetzt. Nee, ist nicht euer Ernst. Ich muss jetzt darüber wieder zurück. Och Mann, ey. Easy. Gar kein Problem. Ich hatte auch keine Angst. Null. Ich würde aber trotzdem ganz gerne eigentlich da oben ran. Ja, dann muss ich doch von da oben runter droppen. Dann ist das doch der Weg, den man nimmt, um dahin zu kommen. Tja, geht da hinten irgendwas? Keine Ahnung. Hi. Ja, ich hab gewusst, dass ihr kommt. Ich hab's gewusst. Aua, 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 aufhören. Nee. Also, halb so schlimm. Ich war ja an dem Leuchtfeuer. Alles gut. Alles gut in die Richtung. So, dann haben wir den Boy hier. Hundi? Ja. Ich weiß, ihr seid da. Passt. Gut. Da liegt noch was rum. Irgendeiner spuckt wieder auf mich. Glaube ich. Es klingt so, als würde einer auf mich spucken. Ah, hier ist eine Leiter. Okay. Ach ja, stimmt. Der Kollege ist ja auch wieder da. Nee, nee, hör mal auf, du. Das Schwert ist, finde ich, eigentlich ganz cool. Kriegerseele, okay. Nehme ich natürlich gerne mit. So, da geht's wieder nach oben. Da will ich aber eigentlich nicht hin. Ich will schon eher so in. Oh! Das war nicht ganz so knapp geplant, wie es gerade passiert ist. Autschi. Nee, nicht anhüpfen. Jawollo. Passt. Oh, du da oben mit deinem Spucker. Komme ich da irgendwie. Gibt's hier irgendwie einen Weg nach oben? Nee. Sehe ich jetzt gerade nicht. Achso, hier ist ja wieder eine Leiter. Ich habe das Gefühl, ich werde verfolgt. Aber ich weiß gerade nicht von wo. Ah, okay. Okay, ah, Leiter, guck mal. Ah, hi. Ja, klettern wir wieder rauf. Schnell wieder nach oben. Da steht jemand unten. Hi.
Das hier ist, das ist alles, das ist wirklich, also dieses Level ist unter aller Sau, ey. Dieser Levelaufbau, wirklich schrecklich. Ah, du warst die Ratte, an der ich gestorben war. Aber er hat mich diesmal nicht voll vergiften können. Nice. Ich habe 10 Meter Fortschritt gemacht. Seht mich an. Ich habe ein Adlerschild. Zweiundsechzig. 6 Kilo. 3 Kilo. 64. Ja, da muss ich nicht lange überlegen, ne? Zerbrochenes Schwert. Das ist die Leiter nach oben. Nein! Aber das sah aus, als könnte ich da drauf stehen. Höhnisch, Handstadt. So. Dann bin ich hier lang. Und hier lang. Und darunter. Und dann darunter. Jawohl, der kommt hoch. Genau, da liegen meine Seelen. Sehr gut. Kommt irgendwer von hinten? Nein. Kommt noch einer von unten? Nein. Wunderbar. So, und hier war doch eigentlich. Hier war doch der Spuckboy. Wo ist der Spuckboy hin? Ah ja. So, okay, alles klar. Da waren meine Verfolger. Ja, und dort komme ich irgendwie von. Hä? Aber da kann ich ja auch nicht runterhüpfen. Ich bin hier falsch. Dann machen wir es halt so. Danke für den Loot. Soldatenseele, Bast, nehme ich. Ah, hä? Wo geht das? Wo geht die Leiter hin? Ach, zu dir! Du kleiner. Aha. Oh, was ist das? Aha. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Ich sehe nichts. Danke. Da unten geht's zu einem Boss. Ich meine, ich habe 8 Flakons, ne? Wie viel Leben hast du noch? Sehe ich irgendwo dein Leben? Jawollo! Danke!
Innere Kraft, Pyro. Aha. Da geht's nicht weiter. Da komme ich nicht mehr rauf. Hier geht's wieder nach oben. Da geht's weiter nach unten. Hier ist ein Eingang oder sowas. Ach, guck mal, hi. Das ist ja fast schon. Wow. Leute, 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 langsam, langsam, langsam. Das ist jetzt ein bisschen assi. Ich sehe nix. Das ist nicht nur ein bisschen assi, das ist mega scheiße. So. Oh Mann, ey. Wo sind wir denn hier? Hey, guck mal an. Aber das. Das gefällt mir nicht. Ich muss noch mal schauen, ob ich nicht weit näher dran irgendwie ein Bonfire finde. Oder ist das ja so weit weg ist es eigentlich gar nicht, ne? Ich will aber noch mal ganz kurz. Was ist das? Kannst du bitte. Mein Gott. Ich muss noch mal da hoch, noch mal da runter und dann war da nämlich eine Abzweigung, die ich noch nicht genommen habe und ich hoffe, dass dort vielleicht ein Bonfire ist. Bevor ich jetzt da unten in den Bossbereich gehe. So, hier rum. Ja, lass mich mal hoch, danke. So, dann da runter. Und dann habe ich doch irgendwo, oder habe ich mich verguckt? Dann bin ich nämlich zuerst hierhin und dann runtergefallen. Und ich dachte. Nee, dann habe ich mich wohl verguckt. Hallo? Nochmal kurz oben schauen. Ich dachte, ich hätte irgendwo noch eine Abzweigung gesehen. Nee, aber in dem Fall habe ich mich verguckt. Na dann, passt das doch. So, nach unten. Jawollo. Ja. Viel mehr sehe ich jetzt hier tatsächlich nicht zu tun. 9000 Seelen. Ew. Oh, okay, guck mal, hier ist gar nichts Gefährliches. Hier ist gar nichts Gefährliches. Hey! Aber hier geht's nicht weiter. Doch, hier ist. Wie ich diese Leitern nicht sehe. Das ist unglaublich. Mist. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich jetzt einfach diese Wand hätte kaputt machen können, ne? Och nee, neue Gegner. Och nee. Eigentlich will ich jetzt erst gucken, wie ich da an dieses Zeug rankomme. Habe ich irgendwo ein Bonfire verpasst oder so? Weil. Oder. Ah, da komme ich von der anderen Seite, ne? Ah, ich sehe schon. Ja, okay, da komme ich von der anderen Seite hin. Habe ich irgendwo was verpasst? Kann ich hier vielleicht durch oder so? Oder da? Mist. Scheiße.
Schade. Ah, schade. Aber ich kann. Ich kann hier. Ich könnte hier runterhüpfen. Das überlebe ich. Denke ich. Aber ein Bonfire ist da auch nicht. Und irgendwann muss ich ja gegen diese neuen Gegner mal kämpfen. Also, let's go. Gehen wir den schwierigen Weg, beziehungsweise nicht den experimentellen Weg. Ich hab keinen Bock, ne? Oh, was ist das? Ach. Guck mal an. Mal ganz kurz umschauen. Wo bin ich und wo will ich hin? Wieso kann ich hier rüber? Was ist das hier? Nein! Ach, schön. Oh, hoffentlich komme ich an meine Dinger noch ran. Warum startet er jedes Mal mit Blick in die Richtung, als müsste ich da langlaufen? Seltsam. Nee, nee, hör mal auf, Hundi. Reicht. Das Schwert, das ist schon ganz cool. So, dann war hier lang. Darunter. Hier ums Eck. Darunter. Dann waren hier Boys, die von dort kommen. Ich konnte aber auch hier runter hüpfen und bin dann hinter euch. Genau, wunderbar. Dann habe ich jetzt diesen Typen hier weggehauen. Genau, deswegen kann ich jetzt. Nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte hier eine Abkürzung nehmen. Aber hier ging's runter. Ach so, ja, du bist ja auch wieder da. Nee. Das war unfair. Das war definitiv unfair. Auch unfair. Auch unfair. Hundi weg. Ah, jetzt wäre ich fast darunter gehüpft. Ich will aber hier lang. Ah, ich schluck mal lieber. Sicher ist sicher. Wie mache ich jetzt den Dicken da unten am blödsten, so dass er mir am wenigsten auf den Sack geht?
Ja, genau. Nicht so. Oh. Ja, so ist auch nicht cool. Ehrlich ge... Shit. Oh. Nee. Aber ich habe die Seelen wieder geholt. Ah, aua, 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 aua. Ich fühl mich noch super fit, aber leider, 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 Leute, muss ich auch mal schlafen gehen. Wir haben jetzt dann auch schon 11. Danke fürs Einschalten und so weiter. Ihr kennt das. Ich wünsche euch eine gute Nacht und schön, dass ihr da wart. Ich bin doch noch heute ein gutes Stück weitergekommen, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich hänge hier länger an dieser Schandstadt, aber ich glaube, ich bin schon fast wieder raus. Da unten, wo dann die anderen Gegner kommen. Beziehungsweise, nee, also auf jeden Fall runter von dieser Mauer. Runter von dieser Mauer mit diesem Holzgerüst und dem ganzen Quatsch. Da bin ich schon relativ weit nach unten gekommen, wenn ich das mal so als eigene Einschätzung geben darf hier. Bisschen schade, dass ich jetzt nur noch 7 Flakons habe. Tja. Ich benutze die, glaube ich, vielleicht auch zu wenig. Weiß ich nicht. Ich komme ganz gut voran. Was ein bisschen blöde ist, ist das mit den, dass mir die Seelen ständig flöten gehen. Immer wieder mal so größere Päckchen sind jetzt schon flöten gegangen. Da hätte ich bestimmt was machen können. Naja, ihr wisst, wo es das nächste Mal weitergeht. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, einen schönen Abend. Schön, dass ihr da wart. Tschüss.